Ein besonders schöner Moment war für mich gestern in der Sprechstunde, als ich eine junge Patientin wieder vorstellte zur Nachkontrolle. Diese Patientin, Mutter von zwei kleinen Kindern, lag sehr lange bei uns auf der Station, musste insgesamt dreimal operiert werden bei einer schwersten Rippenfellveralterung. Sie freut sich jetzt auf die Reha, die sie Ende Dezember in Ratzeburg antreten möchte. Und es ging ihr blendend und ihr strahlendes Lachen zu sehen, hat mich sehr erfreut. Unter anderem deswegen bin ich Thoraxchirurg geworden.